Unzählige neue Fahrradmodelle in allen Kategorien und dazu noch jede Menge Neuheiten aus dem Zubehörsektor. All das bringt die Fahrradsaison 2016. Das Fahrrad wird ja sowohl als Alltags- als auch als Freizeitgerät immer wichtiger. Eine Entwicklung, die gut an den Zahlen des heimischen Fahrradmarktes abzulesen ist. In Österreich sind im Jahr 2014 rund 400.000 Räder verkauft worden, etwas mehr. Und wir gehen davon aus, dass im Jahr 2015 jetzt noch mehr Räder verkauft werden. Das ist in den letzten Jahren ein deutlicher Trend nach oben. Es ist so, wie es ausschaut, ist das Fahrrad wird durch urbane Mobilität, durch einfach Zuwächse im Bereich E-Bike wieder interessanter und ist gut für unsere Umwelt, ist natürlich auch gut hier für die Ordertage bzw. für die Fahrradindustrie. KTM bringt 2016 das Machina Capoho, ein vollgefedertes Mountainbike mit dem neuen Bosch CX Elektroantrieb. Da werden einige wichtige Trends vereinigt. Einmal breite Reifen, 3 Zoll, das nennen wir 27 Plus, dann Elektrorad und Mountainbike. Simplon zeigt das attraktiv designte E-Bike Genoa Uni, der erste Carbon-Tiefeinsteiger mit integriertem Bosch-Motor für unkomplizierten Alltagsbetrieb. Neu in Österreich ab 2016 die E-Bike-Marke Mustache aus Frankreich mit exklusiven und hochwertig ausgeführten Modellen. Bei Puch setzt man 2016 auf lifestyleige und bunt designte Bikes. Auch Scott forciert die neuen breiteren Reifen. Außerdem stellt die Marke ein vollgefedertes E-Mountainbike mit Bosch-Antrieb vor. Ein Gusto-Stückerl für 2016 gibt es bei Highbike. Also wir stehen hier vor unserem Full Carbon Ultimate Rad. Da ist alles drin, was momentan die Technik hergibt. Das ist ein Full Carbon E-Mountainbike mit elektronischer Schaltung, mit Carbon-Laufrädern und ist zu kriegen für den stolzen Preis von 15.000 Euro. Das Vinora Urban Raider Tour mit im Rahmen integriertem Akku samt Trans-X-Antriebseinheit ist als komfortables Alltags-E-Bike ausgelegt und beeindruckt mit schlichtem und funktionalem Design. Die Traditionsmarke Hercules rüstet immer mehr Modelle mit Riemen statt Kettenantrieb aus. Auch beim Trend E-Kompaktrad ist man mit 20 und 24 Zoll Modellen vertreten, einige davon sogar faltbar. Kettler forciert ebenfalls den Riemenantrieb und die E-Bike-Palette, wo es ein neues und mit knapp unter 20 Kilogramm besonders leichtes Modell gibt, das Inspire E. Der starke Trend zum E-Bike. 12,5% aller verkauften Fahrräder, also 50.000 Stück, verfügen über Elektroantrieb, beweist, dass das E-Bike bei allen Kundenschichten angekommen ist, auch bei den sportlichen. Cooles Zubehör fördert das Radfahren insgesamt. So präsentiert Ortlieb ein neues Befestigungssystem, das die beliebten wasserdichten Packtaschen noch praktischer machen soll. Cannondales neues Touren- und Trail-Fully Habit kommt in 10 Varianten und ist mit zahlreichen Technikfeinheiten ausgestattet. Dies gilt auch für die Racebike-Linie Super 6 Evo, die für 2016 nochmals optimiert wurde. Auch bei Nakita wird der E-Bike-Bereich ausgebaut. Im Programm sind Modelle mit Bosch- und Shimano-Antrieb, hier das neue Spider. E-Bike-Spezialist Flyer hat nicht nur das neue E-Faltrad Pluto im Programm, mit dem Uproc 7 kommt 2016 auch ein neues vollgefedertes 27,5 Plus E-Bike mit Zweigang Panasonic Mittelmotor auf den Markt. Ein Riesenangebot also an Neuheiten, das Fahrradjahr 2016 wird besonders spannend. Fazit des Experten. Ich sehe als Trend für 2016 die Weiterentwicklung der Elektrifizierung bei Fahrrädern. Das E-Bike ist jetzt auch absolut beim Mountainbike angekommen und elektronische Schaltungen sind im Markt absolut präsent und auch angekommen. Des Weiteren ist ein großes Thema die Anpassung auch bei Fahrrädern, also die Individualisierung von Produkten, also eigentlich auch ein tolles Angebot für den Verbraucher, die Beratung des Handels zu nutzen. Für den Handel ist das eine Riesenchance, eigentlich die Nutzbarkeit vom Fahrrad noch interessanter zu machen.